Thai- und US-Amerikanerinnen im Basketball und im Volleyball Olympiasiegerinnen sind worden. Für die Schweiz ist es nicht so gelaufen, am letzten Tag bis jetzt der Tadesse Abraham, der für die Schweiz einen Marathon gestartet ist und da an den letzten Olympischen Spielen Rio 7 geworden ist, hat das Rennen schon nach 30 Kilometern aufgeben. Vorher ist er lang aber mit der Spitzengruppe mitgelaufen, hat dann aber je länger, desto mehr Tempo verloren.